Der Mörder verstümmelt die Opfer und stellt sie dann zur Schau. Er hat Opernmusik am Tatort spielen lassen. Sie sollen gefunden werden. Schlechte Neuigkeiten, Sir. Mitglieder der Liga der Killer wurden auf den Dächern von Mirgani Island gesehen. Nun, ich vermute, dass es die Liga war, Sir. Die genauen Worte des Officers waren durchgeknallte Ninjas. Danke, Alfred. Ich überprüfe das. Das war knapp. Batman hat die Typen erwischt. Dass du meine Herausforderung in Chinatown bisher verschmäht hast. Beeil dich, Detektiv. Ich würde nur äußerst ungern. Das ist unfair! Vorsicht, Batman hat eine Kanone auf seinem Schlitten, der macht uns die Hölle heiß! Beide tot. Nur wenige können Zweiliga-Killer ausschalten. Ich muss den Tatort untersuchen. Wunden stammen von Hieben mit einer langen, scharfen Klinge, wie ihrem eigenen Schwert. Das gleiche Wundmuster, andere Uniform. Sie haben gegeneinander gekämpft. Ein drittes Schwert, von sich geworfen. Die Blutgruppe passt zu keiner der Leichen. Jemand ist entkommen. Wer auch immer entkommen ist, ist schwer verletzt. Ich sollte die anderen Dächer absuchen, ihre Spur aufnehmen. Hast du Batmans neuen Anzug gesehen? Schräges Teil, viel fledermausartiger.
Riddler hat also die Katze geschnappt. Das wird er sicher noch bereuen. Seine Karre auszuschalten. Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance. Ja, hab mal gegen Batman gekämpft, hab mir den Arm an drei Stellen gebrochen. Aber ich denke, dass der Blitz niemals an einer Stelle zweimal einschlägt. Seltsame Geräusche. Da draußen fliegt irgendwas rum. Wenn du mich fragst, könnte es jeder dieser Verrückten aus Arkham sein. Wer will Batman denn nicht tot sehen? Ich muss mir das einbilden. Wer würde eine Leiche an die Wand ketten? Klar, etwas Seltsames durch die Lüfte. Was auch immer heute Nacht passiert, Jungs, ich will, dass ihr wisst, dass das hier das beste Halloween aller Zeiten war. Was Großes. Warum sollte er sich sonst mit dem Pinguin zusammentun? Wenn du dir doch was von der Seele reden willst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Wovon redest du da? Weißt du, es hilft sich, von seinen Lasten zu befreien, bevor man stirbt. Ihr wollt mich umbringen? Ja, das hatten wir irgendwie vor. Aber ich dachte, ich wäre eure Geisel und ihr wartet auf das Lösegeld. Wer hat was von Lösegeld gesagt? Wir wollen kein... Batman, kümmere ich mich!
Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Wir sollten mal deine Schmerzgrenze austesten. Gotham ist nach heute Nacht Geschichte. Wir werden es von der Landkarte tilgen und neu anfangen. Hat. Der haut ganz schön rein mit seinem neuen Anzug. Als ich dich nach Scheintown rief, erwartete ich deine sofortige Anregung. Wie viele deiner Freunde muss ich denn noch verschleppen? Sir, Milizkräfte sollten gleich eintreffen. Hab ihn! Er ist an der Grand Avenue! Drohnentelemetrie offline. Schlag zurück! Sie sind zu weit weg, die verspringt uns zu. Redner zerstört! Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Bombe zerstört. Gut gemacht, Master Bruce. Das ist deine letzte Nacht im Gotham, dunkler Ritter. Bei Sonnenaufgang bist du tot.
doch, dass die Fledermaus in der Explosion gestorben ist. Evakuierung? Ha! Batman wird sich um Scarecrow kümmern und ich mich um den Rest. Er hat diese Klingen an den Händen und ein großes rotes Kreuz auf der Brust. Vielleicht will er einen Drachen töten. Hä? Ach, egal. Die Stadt ist jetzt also besetzt, oder was? Das ist nicht fair. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass die Leute langsam kapiert haben, dass Gesetze sie nicht schützen. Das hat noch nie geklappt. Wir haben doch mehr Rechte als die Opfer. Schon irre. Strange hat ihnen eigentlich mit Protokoll 10 einen Gefallen getan. Und die bringen ihn um und zahlen uns Schmerzensgeld. Wer sagt doch, dass Verbrechen sich nicht lohnt? Hätte nicht gedacht, dass wir uns die Straße mit verfluchten Panzern teilen. Glaubst du, Harf sucht noch Leute? Hab gehört, der will später ein großes Ding drehen. Gegen all diese Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance. Sehen wir uns die gesprengte Fabrik an. Los! Es ist vorbei, du Verräter! Der Neid sagte, du hast keinen Mumm. Treffer!
frag ja nur. Ich hätte nie gedacht, dass Gotham City von einer fremden Macht übernommen werden würde. Das sind keine Fremden. Du weißt, was ich meine. Es ist einfach falsch. Ich hoffe, Batman macht was dagegen, bevor wir ihn töten. Chinatown gibt es ein Testgelände, Batman. Dein Körper und dein Geist haben dort eine Feuerprobe zu bestehen. Und du bist nicht da! Das ist nicht Scarecrow's Armee. Die gehört dem anderen Typen. Welcher Typ? Scarecrow arbeitet mit einem abgefahrenen Milizanführer zusammen. Der hält sich für eine große Nummer, trägt einen Anzug wie Batman. Das wird Batman nicht gefallen. Vergiss es. Mich kriegen keine 10 Pferde in die Nähe von Ace Chemicals. Ich weiß, was ich gesehen habe. Eine riesige Fledermaus. Ich sage dir, du hast Batman gesehen. Du weißt schon, Batman. Aber er sah echt aus wie eine Fledermaus. Batman sieht wie eine Fledermaus aus. Das ist seine Masche. Wer sind diese Armeetypen? Sie nehmen Gebäude ein und sperren Straßen, als hätten sie hier das Sagen. Nur an. Bomben auf den Straßen, Soldaten auf den Gebäuden. Wo kommen diese Milizen eigentlich her? Kaum erwarten, dass Batman und der Arkham Knight sich gegenüberstehen. Hast du das gesehen? Batman hat seine Karre echt aufgemotzt, Mann. Ziel hat Priorität. Die Fledermaus versteckt sich. Mann, schaut euch diese Baustelle an. Nichts von wegen Rezession. Ist aber ziemlich hässlich, wie sie einfach was Neues auf das Alte draufsetzen. Ich wusste ja gar nicht, dass wir es mit einem Architekturkenner zu tun haben. Hey, ich erkenne einen hässlichen Wolkenkratzer, wenn ich einen sehe. Außerdem, warst du mal da unten? Es ist unheimlich, all die verlassenen Geschäfte und leeren Straßen. Panzer verschießt nicht tödliche Geschosse. Die Fledermaus! Fein um! Oh.
etwas finden, kriegst du eine aufs Maul. Er verkauft Waffen. Wir sollten uns welche holen. Hältst du nicht einfach die Klappe? Du würdest auch schreien, wenn du denkst, die Fledermaus steht vor dir. Assassinen auf den Dächern. Wenn die Liga zurück in Gotham ist, wird sie nicht lange bleiben.